Hey Leute, im letzten God of War Video haben wir eine Theorie aufgestellt, was im sechsten Teil wahrscheinlich passieren wird. Dort wird es uns wahrscheinlich nach Ägypten verschlagen. Aber wenn ihr diese verrückte Theorie und wie das alles mit Spin-Off und so weiter gehen könnte, euch reinziehen wollt, klickt oben aufs i-Pünktchen oder wartet bis zum Ende des Videos. Da werde ich euch das auch nochmal verlinken. Trotzdem gibt es über 75 Mythologien auf dieser Welt und da wäre es doch cool, mal ein paar rauszupicken, die wirklich sehr interessant wären, mit Kratos und Atreus. Und davon habe ich euch mal 6 Stück rausgesucht. Für mehr solcher Videos vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, dass du immer benachrichtigt wirst, sobald ein neues Video online ist. Und jetzt viel Spaß. Der nordische Glauben. Jetzt denkt ihr euch, bist du irgendwie bescheuert? Die letzten 2 Teile waren schon mit nordischer Mythologie. Ja, es gibt allerdings noch viele Götter und viele Hexen und sowas und Zauberer, die in der nordischen Mythologie vorkommen, die noch nicht gezeigt wurden. Zudem sagte Freya am Ende von Ragnarök, dass es noch sehr viel zu tun gäbe. Dementsprechend, ja, auch wenn die Entwickler gesagt haben, dass es eigentlich die nordische Sage abgeschlossen ist, wäre ein dritter Teil eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Es ist zwar unrealistisch und ich glaube es selber nicht, doch es könnte theoretisch sogar noch ein oder vielleicht sogar 2 Teile geben, in denen man nordische Götter vorstellt. Finde ich zwar unrealistisch, wäre aber noch möglich. Ansonsten hätten wir da noch die Maya. Die haben nämlich einige Götter, auch über 1000 Stück. Zum Beispiel Itzamna, Gott des Universums, oder Kinich Au, Gott der Sonne. Chak, Gott des Regens, Ixchel, Göttin des Mondes und so. Ich hoffe, ich spreche das auch alles richtig aus. Aber die Maya hätten einiges an Götter zu bieten. Zudem würde es einige neue Gebiete geben, die wir dort erkunden könnten. Und würde uns dementsprechend in die verschiedenen Regionen jagen. Die Maya wären also eigentlich schon ziemlich interessant. Wenn wir aber bei den Mayern sind, dann kommen wir gleich zu einem Glauben, der ähnlich krass ist. Das wären die Azteken. Die Azteken haben ebenfalls einige Götter zu beherbergen und sind vom Stil her ähnlich aufgebaut wie die Maya. Dort gibt es zum Beispiel, und jetzt passt auf, sehr lange Name, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Huitzilopochtli. Ja, genau, der. Es ist nämlich der Gott der Sonne und des Krieges und einer der mächtigsten Götter der Azteken. Allerdings wäre es viel zu überdrüssig, beides zu nehmen, denn dafür ähneln sich die beiden Mythologien einfach viel zu sehr. Was allerdings sehr interessant wäre, wäre der Hinduismus. Denn der hat auch einige krasse Sachen und ich glaube sogar, dass es fast irgendwann mal in diese Richtung gehen könnte. Die beherbergen nämlich Götter wie Brahma, der Schöpfer, oder Vishnu, der Bewahrer, Rama, Avatar, Vishnus. Der Hinduismus ist, finde ich persönlich sogar fast sehr realistisch, dass das passieren könnte, dann aber wahrscheinlich eher mit Atreus. Was ebenfalls eher mit Atreus machbar ist als mit Kratos, ist Japan. Japan hat nämlich tatsächlich, wer hätte es gedacht, über 8 Millionen Götter. Sowas dann auch wie Shimigami, der Todesgott und so. Also es gibt echt heftige Götter. Und das ist nur Japan. Es gibt ja theoretisch ja auch die chinesische und so weiter. Also es gibt so viele Mythologien auf der Welt, oh mein Gott. Aber die japanische wäre sehr, sehr krass. Das sehe ich aber Atreus, muss ich ganz ehrlich sagen, im Erwachsenenalter eher als Kratos. Aber der letzte Platz ist auch der wahrscheinlichste und das ist Ägypten. Wir haben die griechischen Götter, wir haben die nordischen Götter. Und alles hat irgendwie so ein bisschen seine Hypezeit. So damals, als ich ein Jugendlicher war, weiß ich noch, ich habe mich zwar schon immer für nordische Götter interessiert, auch als es noch nicht im Hype war. Aber da war so ein bisschen griechische Götter und griechische Filme über Götter und so, die kamen, bis dann irgendwann so Vikings kamen und dann kam so alles ein bisschen ins Nordische. Aber irgendwie merkt man, dass so ein bisschen dieser ägyptische Hype losgeht und nachdem die beiden anderen Mythologien schon abgeschlossen sind, wird es sehr wahrscheinlich in die Richtung von Ägypten gehen. Dementsprechend ist Ägypten das Wahrscheinlichste bei God of War. Ich habe wirklich nur einen ganz kleinen Bruchteil gerade erzählt von dem, was es alles so gibt. Wie gesagt, es gibt so
viele, über 70 Mythologien auf dieser Welt. Und jetzt seid ihr gefragt, welche Mythologien würdet ihr gerne bei God of War sehen? Und welche auf gar keinen Fall? Findet ihr, dass Ägypten auch realistisch ist? Oder findet ihr eine andere Mythologie eigentlich am besten geeignet dafür? Schreibt mir das in die Kommentare. Ansonsten war's das mit dem Video. Haut rein, bleibt fresh und Tagesschau.